Ja, dann machen wir so eine kleine Tour des Grundstücks und dann zeigen wir euch, was hier so wächst und wie man das erntet. Und genau, auch zum Beispiel hier Baumreife Bananen am Start. Viel Spaß beim Zuschauen. Hier sind jetzt gerade Maulbeeren. Ja, das sind die Maulbeeren. Die sind normalerweise werden die erst also weiß, dann werden sie rot. Und dann schwarz, wenn sie reif sind. Genau, sind hier eigentlich ein paar schwarze? Bei uns in Würzburg so, wächst sogar auch so ein Maulbeerbaum, ein fetter. Die sind halt rot ein bisschen, aber noch nicht schwarz. Ja. Ja, hier ist so ein bisschen der Ansatz. Ja, fokussiert. Ja. Und die lassen sich auch super einfach vermehren. Du kannst einfach den, wenn du jetzt hier den Ast so abschneidest, kannst du den wieder in so kleinen Stücken einfach einstecken. Ja, die wachsen hier überall, ne? Genau, dann wachsen die gleich wieder an. Ja. Und das hier zum Beispiel ist Netzanone. Hier sind so die ersten Früchte an dem Baum. Ja, sind die schon verschimmelt, oder? Die sind vertrocknet, ja. Also die werden dann nichts. Okay. Aber die werden halt erst so ein bisschen noch röter, rot. Da oben sind auch ziemlich viele dicke. Ja. Ich hatte halt probiert, eine dran zu lassen, bis sie halt weich werden. Und dann war sie halt halb schon von Vögeln gegessen, aber das ist auf jeden Fall, dann schmecken die am allerbesten. Und das sind ja die Stachelanonen jetzt zur Zeit hier oben. Ja, die schmecken, finde ich, auch gut. Hier ist eine etwas kleinere, die es gerade anfängt. Ja, die so innen weiß, ne, und dann so, ich finde, die schmeckt ein bisschen zitronig. Ja, genau. Ja. Hier ist auch noch eine von einer anderen da oben, das ist eine kleinere. Und, aber irgendwie, ich glaube, ich kann nicht wenig Regen nicht. Ja, genau, und die Kokosnüsse. Das sind auch alles Maulbeeren. Die werden also rot und dann werden die schwarz und dann sind sie reif. Okay. Und da die Kokosnüsse. Die hattest du, wann hattest du die nochmal gepflanzt? 2008 oder 2009? Ja, 2009. Und das ist jetzt das erste Jahr, ne? Dass das, ist das erste Mal, dass die Früchte tragen. Ja. Das ist halt nicht. Also die ersten waren ja die beiden hier. Dann sind die meisten abgefallen, vertrocknet und er hat echt nur zwei Stück ausgebildet. Ja. Und hier jetzt auch noch so vier, zwei, also. Aber es sind jetzt schon fünf Strünge außenrum, oder? Oder sechs? Da oben fangen sie auch an, ne? Kleine. Ja, hier haben schon die Eichhörnchen irgendwie oder so, glaube ich, das Rieseneichhörnchen. Ja. Und ja, je tiefer sie hängen, also normalerweise, wenn die dann halt reifer werden, hängen sie weiter unten so. Ich bin ja, ob die jetzt vielleicht zuerst da waren, aber ich glaube, die. Ja. Ja, die sind jetzt schon richtig fett, ne? Ja. Ich meine, ich hoffe ja, dass noch viel mehr dran kommt. Normalerweise auch so 10, 12, 15 pro Strom. Das ist jetzt die erste Ernte, ne? 8, 9 Jahre. Ja, genau. Jetzt, genau. Ja, ich meine, das kann man auch, also wir haben halt irgendwie jetzt, die können auch schon früher tragen. Ja, und aber die Kokospalmen sind schon so 80, 90 oder wie alt werden die nochmal? Hast du nicht, oder? Ich habe ich mal gehört, ich weiß nicht. Und dann meinten die, 25 Jahre alt müsste man jetzt schon abschneiden, weil die zu hoch ist. Und ach, okay, krass. Keine Ahnung, wie alt die werden maximal und das. Sonst das Holz verwenden die dann auch von den Palmen. Wobei da meinten sie, die Orangenen, das Holz ist nicht so gut. Okay. Keine Ahnung, also anscheinend. Ja. Ja, das hier sind die gelben sind die King Coconut, ne? Ja, genau. Ja. In Thailand haben sie immer grüne. Und es ist auch witzig, hier sind sie ein bisschen kleiner. In Malaysia gab es immer so mega riesige. Eine Freundin hat auch mal erzählt, in Bali sind die auch, da ist irgendwie 1-2 Liter oft in den Nüssen drin. Und hier ist es eher so ein halber Liter vielleicht. Das ist übrigens eine Kartoffelart, das ist so eine wilde Kartoffel. Ach krass. Und hier haben wir auch gerade Mango waren, wieder von gebrüten gerade an. Ja. Also, wann ist da nochmal? Ich glaube jetzt im Mai, Juni haben wir dann wieder Mangos hier. Genau. Ja, da hinten die Kokospalme hat auch schon, da hängt auch schon dran zum ersten Mal. Und die ist halt ein bisschen im Schatten gewesen, deswegen ist sie höher gewachsen und hat noch nicht so viel dran. Ja. Vielleicht müsste man da hier ein bisschen mal freiholzen oder so. Ja, oder wenn sie jetzt genug hat, vielleicht kommt es dann. Okay, und dann die Wildschweine haben hier alles umgegraben. Ja, stimmt, hier gibt es übrigens auch Pfauen, ne? Ja, Wildschweine, gut, alles, ne? Schlangen, Spinnen und Affen. Also gerade Ernteräuber, also Pfauen, Wildschweine, Affen, Riesen, Eichhörnchen, kleine normale Eichhörnchen, Papageien, Vögel. Also da muss man immer aufpassen. Die Wildschweine haben hier gerade wieder alles umgepflügt.
Die kommt einzeln eine Frucht. Das dauert aber noch ein bisschen. Ja, sonst hattet ihr ganz viel Ananas, ne? Ja, genau. Und jetzt sind das noch so Überbleibsel. Genau. Weil die Wildschweine die Pflanzen aufessen. Hier kannst du auch sehen, die Ananas, die fängt so an, so eine Blüte halt. Ah, ja. Und dann so rötlich. Was? Genau. Ja, ansonsten sind hier überall Bananen, ne? Das hier ist jetzt so. Die Bananenblüten, die kann man halt auch ernten zum Salat. Ah, hier ist eine, die ganz tief hängt, ne? Mhm. Genau. Also. Da kommt halt, da kommen halt noch Bananen, da bilden sich noch Bananen aus, weitere. Ja, genau. So ist es nämlich. Am Anfang ist die Blüte ganz dick, die rote Blüte hier. Ja. Und dann kommen da, die Blätter lösen sich einzeln und dann kommen da die Bananen raus. Und irgendwann hängt sie dann wie, ja, hier sieht man es genau. Hier. Ja, auch da drüben, ja. Also irgendwann weiß der Baum halt, okay, mehr Bananen kriege ich halt nicht hin, so mit dem Nährstoffen, die ich gerade habe, so, und dann hört er halt irgendwann auf. Ja. Und dann wächst die Blüte weiter runter. Und die kann man halt abschneiden, auch um der Staude noch mehr Power zu geben, sozusagen. Man kann die auch einfach ernten zum Salat. Kann man daraus machen. Also die könnte man jetzt zum Beispiel ernten, kann sie mal abschneiden. So. Da sieht man halt noch, dass also da aus sowas könnten Bananen werden halt. Jetzt hier halt nicht mehr in dem Fall, aber genau. Hier dran. Ja. Da ist auch so ein, ich weiß gar nicht mehr, da ist so ein kleines Nektar da drin, wie so Honig. Wenn nur so ein Tropfen. Genau, und hier raus kann man halt einen Salat machen. Ja, ja, ist auch ganz lecker, ne? Kann man ganz klein würfeln. Ja, hier zum Beispiel wächst überall Gotokoller, ich weiß nicht, das kennt man vielleicht so, es ist so Superfoods, in Pulverform kennt man das eventuell. Das haben wir halt hier so frisch im Garten. Daraus kann man halt auch super cool Salate machen. Das ist zum Beispiel eine wilde Guave. Die sind ein bisschen größer. Hier kann man das sehen, die sind ein bisschen größer. Und hier kommt schon das Eichhörnchen und kratzt da dran. Und wenn man da reindrückt, so, man kann sehen, okay, das eigentlich sind die schon okay, so von der Reife her. Die sind halt, die kannst du auch so essen wie ein Apfel, kannst du komplett, sind sehr viele Kerne drin. Und die müssen wir jetzt noch ein paar Tage liegen lassen, bis sie reif wird. Da oben hängen noch mehr, also hier sind ziemlich viele. Die Bananenstaude ist zum Beispiel reif, also hier unten. Die Blüte ist komplett fertig sozusagen. Ja, die ist ganz unten, ne? Dann geht die Blüte nach unten, dann kommen auch keine. Ne? Und da haben jetzt schon die Vögel die ersten Reihen gegessen. Also man kann die halt auch nicht jetzt länger noch hängen lassen, bis sie alle gelb werden, sondern die werden halt immer nach und nach dann aufgegessen. Und dann hat man halt das verpasst. So. Und das zum Ernten, ja, ist jetzt ein bisschen blöd wegen der Zeit. Ja, ich fand das nämlich so witzig. Ich wollte auch mal kurz ein paar Worte. Wenn man Bananen erntet, dann ist es so, dass man haut einfach den ganzen Strung um. Also wenn man hier, ihr seht ja, das ist eigentlich so eine fette Staude. Ich dachte erst so, okay, wie lange brauchen die, um so zu wachsen? Und im Prinzip ist die ganze Banane nur Wasser, ne? Ja, hier, guck mal, der kommt da richtig. Ja, genau. Und die kann man jetzt echt praktisch dann mit einer Machete einfach nur, ich meine, das ist ja, das sind 20, 30 Zentimeter die Stämme und die kannst du einfach mit, ja, durchhauen. Ja, genau. Ja, man haut halt immer oben erst durch, dann kann man die Staude abnehmen, damit die nicht auf den Boden fällt und dann kann man den Stamm abmachen. Genau. Also das fliegt halt so schon weg, ne? Ja, und da kommt schon das Wasser. Sie sehen halt, die sind halt schon teilweise reif, also hier schon gelb und dann werden die gleich weggegessen, also keine Chance. Ja, von den Vögeln. Wenn man die jetzt nicht erntet, dann ist halt das komplette Ding weg. Okay. Das war der Vorführeffekt. Genau. Ja, und der Baum, den kann man halt einfach so. Ja, zack. Das ist echt. Okay. Diese andere Ananassorte, die hat keine Stacheln an dem Blatt, was ganz angenehm ist. Ah, okay. Hier auch gerade die Blüte so, wo die Frucht gerade anfängt. Ist die mehr gezüchtet, wenn die keinen Stachel mehr hat, oder glaubst du? Diese saftige mit dem weißen Fruchtfleisch. Ah, okay. Die so ganz saftig ist und die heißt, glaube ich, Q-Ananas. Hä? Wird nur zur Saftherstellung verwendet, genau. Und hier haben wir zum Beispiel Zimtapfel, da haben wir auch ziemlich viele Bäume von, aber gerade keine Früchte dran. Also hier sieht man das nochmal ganz deutlich. Das ist halt eine
baumreife Bananenstaude. Und da sind die halt auch schon weggegessen worden. Ja. Die Vögel kommen, also keine Chance. Also wenn wir jetzt die über Nacht heute hier noch lassen, dann ist die morgen schon halb weg. Deswegen, also da sind wir jetzt ein bisschen spät gekommen beim Ernten. Zum Ernten. Und jetzt die Ernte. Und das gleich einfach erstmal hier so anschneiden, dass sie dann so runterkippt, dann kann man die Staude abnehmen und dann kann man den Baum komplett entfernen. Also ich versuche einfach mal und dann gucken, ob es klappt. Schöne Bananenstaude. Ja. Da ist ordentlich was drin. Das sind bestimmt 12 Kilo oder so. Ja. Leider, wie gesagt, schon halt einiges weg. Und der Bananenbaum. Am besten ist es halt immer, den zu zerkleinern. Ja. Es ist einfach nur Wasser, die Banane jetzt. Und guck, irgendwie 20, 30 cm Stamm einfach durchhauen. Ja. Ja, teilweise benutzen sie die Bananen dann am Ende auch einfach irgendwo zum Anpflanzen, ne? Damit da Wasser in der Erde ist, kann man reinlegen. Und es ist halt echt einfach nur reines Wasser in dem Stamm. Und das ist also dieser Bananenbaum, der hat jetzt ausgedient und den sollte man eigentlich entfernen, weil sonst da drin sind auch so Käfer einnisten, die dann die Wurzeln angreifen und so. Und deswegen. Mal immer so einschneiden und dann. Und am allerbesten ist es halt jetzt hier noch, das mit Erde zu bedecken, damit es dann auf jeden Fall nicht irgendwie einladend ist für diese Käfer. Ja. Was auch gut hilft, ist, wenn man Ingwer anpflanzt, so neben den Bananenbaum, dann kommen die auch nicht. Und sonst, man kann auch immer hier die alten Blätter immer so auf Augenhöhe abschneiden. Das ist halt ziemlich guter Mulch und dann kann man so besser durchgucken und sehen, wo die Bananen reif sind gerade und sowas. Und hier drinnen nisten diese Käfer halt, die nisten sich immer ein in diesen Bäumen, deswegen müssen die eigentlich alle zerkleinert werden. Und das haben wir jetzt schon lange nicht gemacht aus zeitlichen Gründen. Vielleicht, ja, bei Gelegenheit mal wieder. Okay. Ja, das sind wilde Papayas. Die gibt es in allen möglichen verschiedenen Formen, manchmal länglich oder rund. Und das ist halt nicht so viel. Also es kommt mal hier eine, mal dort eine, dann wieder eine ganze Zeit gar nichts. Da oben sind wieder neue Blüten. Ja. Also hier entstehen dann neue Früchte wieder. Und dann, also jetzt der Baum, da drüben waren auch noch ein paar Bäume, die sind dann irgendwie, die tragen noch nicht so lange dann. Das kommt immer darauf an. Ich weiß nicht, die sind jetzt hier so zufällig gewachsen. Ja, ich finde es auch immer witzig bei den Papayas, dass der einen so ein Stamm ist, dann hast du immer nur ja, oben ein paar Blätter raus und dann hängen einfach die ganzen Früchte einfach nur an einem Stamm. Mhm. Ja, gar nicht ja, so ein richtiger. Halt richtig bei diesen Hybrid-Sachen wie zum Beispiel Red Lady oder sowas. Mhm. Da hast du halt echt, wenn die hier sind, also wenn die so groß sind, hast du hier die ganze Zeit Früchte hängen und pflückst halt die ganze Zeit nur. Dann wird der Baum halt immer größer und so weiter und dann irgendwie nach zwei Jahren oder sowas wird dann halt neu gepflanzt. Also, krass. Weil es halt zu irgendwie nicht mehr genügend Früchte sind oder nicht mehr rankommst und so. Ja. Ist halt easy, wenn man einfach so im Stehen halt die einfach pflücken kann. Genau. Und bei diesen wilden Papayas ist es halt absolut, also du weißt nicht, jeder Baum schmeckt anders, jede Frucht schmeckt anders so.